der Landtag, das ist das Polizeipräsidium, das ist das Stadttor. Das kann man hier machen, ohne dass es dann direkt in diese Klischeeschneise reinzieht. Okay. Das ist der Wolfgang. Die meisten Lesungen an Orten gemacht, die in den Buch vorkommen. Ja. Lieber Wolfgang, der war heimlich. Dann hat er nicht erzählt. Ja, dann hat er mir dann verheimlicht. Da war eigentlich gar nichts. Ja. Nee. Wo ist denn jetzt der Wolfgang? Journalist, was haben Sie erwartet? Der arbeitet immer mit der Gegenfrage. Warum hier? Ganz einfach, wir haben alle Lesungen bislang oder die meisten Lesungen an Orten gemacht, die in dem Buch vorkommen. Okay. Ja. Dann kam. Den kannst du da definitiv nicht spielen. Bitte? Ja. Nee, ja. So. Nee, ist kein Problem. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wieso hier? Dann könnte man die Frage zum Beispiel stellen, wieso nicht beim Arzt in der Arztpraxis? Selber. Der Arzt. Hat neu, deswegen hat sich natürlich auch ein anderer Standard und Stil. Und dann erkennt der Wolfgang Fries den Dr. Mern, der dann sagt, pass auf, wir machen daraus eine Kulturveranstaltung. Wir haben uns kennengelernt bei einer Lesung im Jacques Weiner. Deswegen, das beantwortet die Frage, warum hier also Originalschauplätze, okay. Dann haben wir auch weitestgehend gewählt. Also nicht im Ausland, ist zu weit weg. Aber jemand, der Düsseldorf machen kann, und sagt, hey, das ist der Grund, warum in Bordelle nicht nur ein Klischee zu erfüllen, Straftäter, Gefängnis und Bordell und Tätowierungen und was auch sonst noch ein Klischee erfüllen konnte. Natürlich, aber wir sind vollkommen bei Ihnen, sondern weil es einfach. Das haben wir übrigens auch überlegt, und der Max ist der Max ist der Lux, also der Buchhass der Fuchs. Der Haupttäter dieses Wirtschaftsromans oder dieses Wirtschaftsszenarios, der ist jeden Sonntag in die Maxkirche in Düsseldorf gegangen. Okay. Jetzt ist es relativ schwierig, wir sind da auch dran, das zu organisieren, weil dann natürlich da auch andere Hemmschwellen bestehen, können Sie sich vorstellen. Aber genau, um dem Recht zu geben, was Wolfgang Frings eben gesagt hat, Originalschauplätze, und das ist eben die Maxkirche, das ist der Landtag, das ist das Polizeipräsidium, das ist das Stadttor, da waren wir überall. Theater an der Köln. Genau, da haben wir überall ja Lesungen gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, es gibt ein Kapitel, was im Bordell spielt, auf der Rethe. Also wir müssen einfach dann in Düsseldorf auch sowas zumindest überlegen. Und dann haben wir es uns angesehen und haben gesagt, okay, das kann man hier machen, ohne dass es dann direkt in diese Klischeeschneise reinfährt. Okay, ein Stückchen schon, aber es ist halt Originalschauplatz. Okay. Das nur so ergänzen durfte. Ich hätte schon unterbrochen, wenn du das falsch hast. Aber die Frage stellt sich. Es geht hier um eine ganz andere Frage. Förderung der Prostitution? Nein. Ich bin der Erste, der aufschreit, wenn Menschen irgendwo ausgebeutet werden. Ja? Ob beim Arzt, der Menschen anfasst und viel Geld verdient, oder hier werden Menschen angefasst, auch um Geld zu verdienen. Für mich ist immer die Frage, ist das Freiheit? Macht das jemand, weil er damit schnell viel Geld verdienen will? Auch. Ja. Ja. Sobald ich merken würde, da wird jemand unterdrückt, also Zwangsprostitution aus dem Osten, minderjährige Prostitution, da ist bei mir Fallwahl. Ich habe mich natürlich erkundigt, wie läuft das hier. Ne? Also ich hätte das nicht überall gemacht, sage ich mal gleich dabei. Ne? Das ist aber eine. Das, was ich im Satz gemeint habe, als wir hier waren, zu einer Ortsbegehung,
und die auch nicht falsch zu verstehen, klischee-mäßig, sondern ganz offizielle Nachmittags. Da hat Wolfgang sich eben auch ziemlich genau, also wie ein Journalist, das förderlicherweise machen würde, erkundigt, wie eben die Mechanismen hier sind, weil man ja auch da viele Vorurteile hat, wenn man Unkenntnis hat, wie wir beide. Also deswegen haben wir gesagt, mit Fug und Recht kann man das hier mit ruhigem Gewissen tun. Am Ende gibt es hier natürlich häufigen Sex, das ist nun mal so, dafür ist es ein Bordell. Ja. Aber eben nicht am Anfang, aber es ist ein Ja, du brauchst parallel dazu, das ist auch überraschend. Nein. Ich sage meistens so, von dem Buch sind 4/5 1:1 mit der Realität. Man hätte auch die Originalnamen nehmen können. Dazu auch sehr viele bekannte Düsseldorfer da. So, haben wir aber nicht gemacht. Ich wollte eigentlich auch seinen Namen ändern, aber er sagte, Mensch, ich habe mein Ding abgesessen, ich bin da wieder raus, ich fange neu an. Und kann man das so sagen, ich möchte gerne bei Google nicht gleich mit der Tat konfrontiert werden, sondern das soll ich immer nicht behalten. Ja, gut. Das nur unter uns jetzt, ja? Ja, Journalisten unter uns. Nein, aber wir haben das in der Tat überlegt und es ist ja auch, wenn man dann sensibilisiert ist, und das bin ich ja in dessen Falle. Thank you.